Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Testvideo hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und bei mir zuschaut, denn heute gibt es das hier bei mir im Test. Ja, es gibt mal Kaugummis bei mir und zwar diese von der Firma Mentos. Das Ganze sauer in dem Fall. Hier unten seht ihr schon, wie sie gleich aussehen sollen. Und zwar sind das Kaugummis mit einem flüssigen Kern, der nach sauren Erdbeeren schmecken soll. Ja, fand ich jetzt ganz interessant, deswegen habe ich die jetzt einfach mal bestellt. Wir haben eine 30 Gramm Packung, 15 Kaugummis sind da enthalten. Ja, das Ganze hat 2,99 Euro gekostet. Gekauft habe ich es bei World of Sweets, wenn ihr es mal nachkaufen möchtet. Na gut, so viel zu den Fakten, dann würde ich sagen, wir fangen jetzt sofort an, denn ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins und das ist und bleibt der Geschmack. Na, auf damit und raus damit. Da sind sie. Ja, erinnert wirklich so ein bisschen an diese Mentos-Dragees, die ihr wahrscheinlich kennt, die nach Pfefferminz schmecken. Gibt es ja mittlerweile alle möglichen Geschmacksrichtungen. Na gut, ich bereite den Testteller vor und dann probieren wir mal unsere Kaugummis. So, wie ihr sehen könnt, habe ich den Testteller vorbereitet. Zwei der Mentos habe ich entnommen. Einen davon habe ich in der Mitte durchgeschnitten. Ich wollte mal reinschauen. Wir können jetzt mal das Bild vergleichen. Ja, und ihr seht schon, flüssiger Kern. Also der ist sehr, sehr klein. Hier auf dem Bild sieht es auf jeden Fall nach mehr an Füllung aus. Naja, wir gucken jetzt nochmal aus der Nähe. Vielleicht wird es dann mehr. Wahrscheinlich nicht. Naja gut, okay. So, ich probiere jetzt einfach mal. Also geruchsmäßig riecht schon wirklich extrem nach Erdbeeren. Das gefällt mir. Achso, die Kaugummis sind zuckerfrei. Hatte ich vergessen zu erwähnen. Ich probiere jetzt mal. Mhm. Ja, also von der Konsistenz ziemlich weich. Ja, und der Kern ist wirklich ziemlich sauer. Mhm. Aber schmeckt wirklich lecker nach Erdbeeren. Das gefällt mir. Und ich muss sagen, jetzt so nach 10, 15 Sekunden ist das Saure eigentlich auch schon wieder weg. Vielleicht noch ganz, ganz wenig. Aber jetzt schmeckt es eigentlich nur nach süßen Erdbeeren. Okay, ich würde sagen, den Rest auch noch dazu. Ja, die sind auf jeden Fall um einiges weicher, wie man diese Mentos Dragees sonst kennt. Lässt sich auch direkt super zerkauen. Mhm. Ja, ich bleibe dabei. Also das Saure verschwindet nach kürzester Zeit. Was bleibt, ist auf jeden Fall ein leckerer, intensiver Erdbeergeschmack, der auch, ja, vielleicht ganz leicht künstlich schmeckt, aber ist noch okay, ist im Rahmen. Also wer süße Kaugummis mag, sollte die wirklich mal probieren. Wie gesagt, am Anfang ganz leicht sauer, danach bleibt süß. Ja, mal was anderes, wie gesagt, schön fruchtig, kann man mal machen. Nun gut, dann zeige ich euch jetzt nochmal die Rückseite mit den Zutaten und den Nährwerten und dann gibt es meine Bewertung. Ja, also normalerweise würde ich jetzt zwei Daumen nach oben vergeben. Ich muss allerdings einen Daumen abziehen und das hat einmal mit dem hohen Preis zu tun. Und zwar 15 Kaugummis für 3 Euro finde ich dann doch ziemlich teuer. Ja, auf der anderen Seite natürlich wegen der Verpackung. Ihr seht, die ist komplett aus einem Hartplastik. Also das hätte man vielleicht auch anders lösen können. Deswegen, sowas mag ich eigentlich überhaupt gar nicht. Ja, und 15 Kaugummis, die sind dann auch ziemlich schnell weg. Dann wird die nächste Packung gekauft und so fällt dann auch jede Menge Plastikmüll an. Ich weiß, es geht eigentlich nur um den Geschmack, aber trotzdem, sowas finde ich, wie gesagt, ein wenig unnötig. Deswegen ziehe ich einen Daumen ab, einen Daumen nach oben bleibt übrig. Könnt ihr natürlich trotzdem gerne mal nachkaufen und selber probieren. Also ich fand sie relativ lecker, kaufen werde ich sie mir trotzdem nicht nochmal. Na gut, dann war es das schon wieder mit meinem kleinen Testvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Ganz besonders natürlich über ein Abo. Und wenn ihr mögt, schaut auch gerne wieder morgen bei mir rein. Morgen gibt es schon das nächste Testvideo. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald, sagt euer Atzenberger.